Linz ist eine Industriestadt und die Stadt der Industriestartups. Wir bei Tech2B versuchen, beide Seiten miteinander in Kontakt zu bringen. Und ein Beispiel mit einem Partner, mit dem wir lange zusammenarbeiten, wo das sehr, sehr gut funktioniert, haben wir euch heute mitgebracht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem folgenden Beitrag. Vielen Dank. Also deine Business Inkubator ist die Umgebung für radikale Ideen. Diese radikalen Ideen sollen da bei uns zum Business entwickelt werden. Die Voestalpine ist natürlich eine sehr große Organisation für Österreich, also wird uns hier als Großunternehmen sehen. Wir haben, was uns auszeichnet, ist im Endeffekt eine sehr große Effizienz. Arbeitsteiligkeit steht da im Vordergrund, um das auch auf Dauer leisten zu können. Und das hindert uns aber bei radikaler Innovation. Radikale Innovation braucht Schnelligkeit, braucht ein Zusammenführen von Köpfen, von Gedanken, von Ideen, und das können wir von Startups lernen. Was mir total taugt, ist, dass die Leute, die zu uns eben kommen, sind extrem motiviert, jeder probiert und gibt alles, um eben neues Business für die Voestalpine langfristig zu schaffen. Wir kümmern uns da um Ideen, um zukünftige neue Geschäftsfelder zu finden. Wir haben ein Kerngeschäft, aber was wir versuchen, ist zusätzlich zu unserem bisherigen Kerngeschäft kleine Felder zu finden. Und alle, die da bei uns auftauchen, die sind mit 150% Energie dahinter, und man sieht es eh, es tut sich immer extrem viel. Alle sind experimentierfreudig, jeder will, dass seine Idee was wird. Neben Leuchttürmen auch sozusagen Real Business generieren, das ist sozusagen das Ziel. Da nehmen wir uns auch ganz klar vor, in einem gewissen Abstand hier sozusagen auch immer wieder Spin-offs zu schaffen. Das ist mittlerweile auch schon in die Unternehmensplanung eingeflossen. Das heißt, das sind wirklich, sage ich mal, Ideen, die in der Unternehmensführung ankommen. Also die Voestalpine-Mitarbeiter können bei uns Ideen einreichen, und die Ideen werden dann in einem Advisory Board vorgestellt. Das Advisory Board besteht aus den Vorständen, aber auch aus den Externen. Die Ideen werden dann bewertet, vor allem nach Marktfähigkeit, Technik, Umsetzung. Da gibt es verschiedene Kriterienpunkte. Und dann wird entschieden, gemeinsam nimmt man die Idee in den Inkubator auf oder nicht. Es gibt zwei Leuchtturmprojekte, die wir zum Beginn schon sehr bald im Inkubator auch begrüßen konnten. Das ist einerseits das Telemed Functional Steel, also unser Ansatz, Stahl intelligent zu machen, funktional zu machen. Und das zweite ist Transant. Transant ist so unser Ansatz, einen Leichtbauwaggon zu entwickeln. Im Inkubator haben wir eben Open Innovation, das heißt, die Projekte, die zu uns kommen, die sollen nach draußen gehen. Wir sind viel im Austausch mit externen Partnern, da unterstützen sie eben einmal Tech2B, um mit neuen Partnern da in Kontakt zu treten. Und dieses Netzwerk, das da entsteht, das ist so wertvoll, weil das ist ein Anruf und du kriegst sofort eine Info, eine Hilfestellung oder sonstiges. Da brauchst du nicht lange was erklären. Wenn du was brauchst, die wissen, es muss schnell gehen, und du hast sofort eine Inga-Info oder Antwort, das dir wieder weiterhilft. Und natürlich den Teams, die bei uns eben beheimatet sind.